Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge EA Sports FC 25. Mein Name ist Michael und ich mache für euch weiter, wo wir beim letzten Video aufgehört haben. Wir sind noch in der Transfervorbereitung, Transfers, wie man es nennt, wie man es will. Ich bin gerade dabei, ein paar Spieler zu verkaufen und müssen gucken, was wir noch so machen können. Wir hatten jetzt, ich gucke jetzt mal eben, vorab, Leute, checkt meinen Kanal ab nochmal, kommentiert fleißig, lasst einen Daumen hoch da, Leute, wenn es euch gefällt, bitte lasst einen Daumen hoch, das ist ganz, ganz wichtig, supportet mich, teilt meine Videos und lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr das möchtet und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst mit meiner Werder Bremen Karriere. Und wir gucken mal eben auf den Transfer nochmal, wir sind gerade dabei, Anthony Jung zu verkaufen. Ich gebe auf Transferverhandlungen. Mein Verein. Wir haben verkauft. Schon mal Kolke und Bittencourt haben wir schon verkauft. Wir wollen noch ein paar mehr verkaufen. Die haben wir alle ablösefrei geholt. Können für unser Team hilfreich sein. Und ich gucke mal nochmal auf die Transferzentrale. Und verkaufen würde ich noch weiter. Wo haben wir denn? Wunschliste. Das sind die Leute, die wir noch verkaufen wollen, die auf Transfers gesetzt haben. Das ist einmal Jung, Nakishi, Opitz, der jetzt wahrscheinlich gehen wird. Auch er hier und Jung. Und Mitchell Weiser wollen wir verkaufen. Weil er auch schon 30 ist und Grühl, weil er nicht in unser Konzept passt, sag ich mal, in unser Aufstellung passt. LF spiele ich leider nicht. Hätte ihn gerne behalten, aber man kann ihn leider nicht umwandeln als ZOM oder sowas. Ist halt ein bisschen blöd. Dux wollen wir auch verkaufen. Haben wir dazu entschlossen. Wir hatten schon ein Angebot gehabt. War uns aber leider zu wenig. Dux ist auch schon 30 und ich würde da gerne einen jüngeren Stürmer kaufen. Ich hatte auch schon einen in Aussicht. Von Real Madrid ist der, aber erst kostet ein bisschen Kohle. Und Keita wollen wir auch verkaufen, auch schon 29, spielt bei uns auch keine Rolle und deswegen einfach weg damit. So, Mannschaft, Teammanagement, dann wird dann Jin Ma spielen und der neue Stürmer. Ich guck mal eben, wie viel Knetis Monetus ich habe im Büro. Hier sind wir richtig und wir haben 7 Millionen, haben wir noch zur Verfügung, aber wir verkaufen ja noch ein paar Leute. Vielleicht reicht die Kohle für den Stürmer, mal gucken. Halbfinalspiel gegen den FC Bayern im Jugendturnier, das machen wir auch gleich noch. Machen wir erstmal weiter, mal gucken, was da noch so kommt. So, zwei Angebote, Dux einmal vom VfB Stuttgart, Linen verkaufen wir nicht. Den wollten wir, glaube ich, nicht verkaufen. Soweit ich weiß. Und das werden wir auch nicht tun. Aber Dux. Marvin fucking Dux. So, was kriegen wir für den Kriegen? 11,4 bieten sie. Ich würde aber so gern so 18, 19, 17 Millionen würde ich schon gerne haben für den. Verhandeln. Komm, Stucker, wir verhandeln mal ein bisschen. Aber du wirst dann jedenfalls in Deutschland bleiben. Ich gebe da jetzt mal 18 Millionen ein. Weil 20 ist, glaube ich, doch ein bisschen zu viel. Was ich für vorher haben wollte. Angebot senden, komm Stuttgart. Verhandelt wenigstens mit mir. Okay, 11,4 und 4%. Gegenangebot entfernen. Machen wir jetzt 17 Millionen. Da werden sie wahrscheinlich auch wieder Nein sagen. 14,2 sagen die. Ach komm schon, ey. Ich sage 16. 16 Millionen. Da sagen die da auch wieder Nein. Das ist doch scheiße, Leute. Das ist doch scheiße.
16 auch nein. Okay, dann müssen wir abwarten. Weiter müssen wir weiter verhandeln. So, was ist denn hier noch so passiert? Wer ist denn das? Wer ist das hier? Bestätigt Walker, dass sich Walker für Borussia Dortmund interessiert. Aha. Noch liegt kein Angebot auf dem Tisch. Aber das könnte sich in Kürze ändern. Oha, Walker nach Borussia Dortmund. Was haben wir hier? Jetzt geht's los. Gomez wechselt für 7 Millionen von Welles Sarsfield zu Mainz 05. Aha. Oha, Atlético Madrid holt Akanji. Manchester City. Da steht 54 Millionen. Jetzt geht's los. Ah ja. Okay. Gut, weiter. Ah, das ist Nakashi, der da gerade weggeht. Ja, das ist es. Eine FC Sion für 1,65 Millionen. Wie gut war das? Okay. B. Ja, ist okay. Ja. Transfergebot für Romano Schmid, den ich nicht verkaufen möchte. Nö, ablehnen. Zwei Mails. Gut gemacht. Ziel, ach so, ja, drei Spieler verkaufen und so. Ja. Alles klar. Weiter. Wer geht zum FC Bayern? Die Agentur von Watkins hat nach dem FC Bayern München Transfer allen Grund zum Strahlen. Der Profi erhält ein Wochengehalt von 53.000. Boah, okay. Duxch erhalten von Fulham. Was bietet ihr denn? 11,7 Millionen. Oh, Junge, mal verhandeln. Verhandeln. Das ist schon mal in England. England ist schon mal nicht schlecht. Aber Fulham ist keine reiche Mannschaft. Wir werden dann mal vor 17. Es ist so 17 Millionen. Mal gucken, was sie sagen. Oh, direkt wird abgelehnt. Ja, okay. Bei 18 Millionen habe ich gerade noch mit Stuttgart verhandelt. Aber Fulham und die aus England kommen, da sagen die, ach komm. Ach, ja. Was ist jetzt? Ah, wer geht da? Das ist Dingsbums. aber Opitz, okay, das war jetzt gerade nicht Opitz. Das war genau Anthony Jung. Der verlässt uns Richtung Portsmouth, so wie die heißen, keine Ahnung. So, Cater-Angebot. Navigator 4,8 bieten die. Ich möchte aber ein bisschen mehr haben. Verhandeln. Ich bin erstmal bei 6,5. Und das ist eigentlich schon wenig, 6,5, ne? Also 6 Millionen will ich, wie gesagt, mindestens für den haben. Mal gucken, was die bei 6,5 sagen. 4,95. Also wollt ihr mich veräppeln? Also, hallo? Aha. 6 Millionen. Also bei meinem Werder Bremen habe ich 6 Millionen bekommen für ihn. Ja. Habt ihr Pech gehabt? Also, nö, ich verkaufe dir nicht alle unter dem Wert, auf keinen Fall. Oh. Ich muss mal auch eben was gucken. Nicht, dass ich das hier was aufrufe. Opitz weg, Jung weg. So, nicht, dass ich das, bevor ich das vergesse, bei den Mannschaften, Teamzerfährt, nicht, dass ich noch irgendwelche Freigabensummen drin habe bei irgendwelchen Spielern. Das geht gar nicht hier. Stark.
zum Beispiel. Da wird erstmal ein Vertrag verlängert. Also das habe ich fast vergessen. Ja. Machen wir mal sporadisch, der will eh Dings haben, wichtig, ja. War eh klar. Aber ich will diese Dings halt raus haben, ne? Diese Freigabensummen. Vielleicht hat Keta da auch noch einen drin. Sind die so wenig irgendwie dabei? Keine Ahnung. Machen wir 24. Ja, alles klar. So, Freigabensumme raus. Ich glaube, bei Werder haben nämlich viele Leute eine Freigabesumme. Mitchell Weiss hat auch schon mal keinen, das ist schon mal gut. Linen nicht. Auch nicht, auch nicht. Rabiot, oh, 35,5 Millionen, Junge. Da kriegen wir nächstes Jahr erstmal ordentlich Geld für den. Nabi Keita hat keine Freigabesumme drin, okay. Puh, weiß ich auch nicht. Chavez. Sanchez. Rodriguez. Nö, oder keine. Was hat irgendwie keine Freigabesumme drin? Noch irgendjemand? Nö. Hab ich, okay. Der Rest hat keine Freigabe, so, alles klar. Okay, da können wir direkt weitermachen. Zentrale. Ich glaube, wir müssen so langsam das nächste Spiel machen. Das ist gut. Oh, Mitchell Weiser. Mitchell Weiser, 10,2. Also, für den möchte ich aber auch noch ordentlich Geld haben. 77er und 11,4. Oh. Ich bin gespannt, was ich aus noch so ein bisschen rauskitzeln kann. Da würde ich sogar sagen, gehen wir mal 20 Millionen ein und mal gucken. Hoffentlich fahren die noch so ein bisschen. 13 Millionen. Huh. Okay. Nö. Das ist mir persönlich zu wenig. Ich muss ja gucken, wo ich da so 18 Millionen, 13,7. Ich wollte mich verarschen. Nee. 16. Was ist das denn, Leute? Wo dann sind das. Ach komm. Wir werden jetzt ablehnen, sag ich doch. Ja. Das ging auch mal in die Hose. Machen wir da Silver. Leverkusen möchte Silver. Ah, von Benfica, Arsenal. PSG will gerne Gabriel Jesus haben. Okay. So, jetzt müssen wir erstmal wieder ein Spiel spielen. Wir haben nämlich nur noch 43 Tage. Ja, komm, machen wir das nächste Spiel hier. Spiel starten. Das Halbfinale gegen FC Bayern. Ja, mhm. Na klar. Ging aber leicht daneben. Super. Und das 1:0 für den SV Werder Bremen. No. Super gehalten. Noch 2,5 Minuten. Super gehalten. Oh.
Ja klar, aber kein Problem. Was? Hier, pass! Ah! Awesome! Hallo? Hallo, Junge. Was haben die wieder für Jugendspieler, die Bayerner? Nö. Er war kein Foul. Eindeutig den Ball gespielt, Junge. Zack. Zack. Dann haben wir Lambada hier gezankt hier. Was? 2 zu 0? Schade. Oh. Quick, quick, come on. Wieso reden die Englisch? Ach so, das ist bestimmt spielerabhängig. Aus welchem Land der vielleicht kommt. Super gehalten. Ah, knapp darüber. Noch 55 Sekunden oder 54. Klares Foul. Klares Foul, klar. Abseits. Ecke. Jo. Das 3 zu 0. Das ist ein Eiertor. Aha. Oh. Ecke. Jo, das war's. 3-0 im Halbfinale. Die Bayern besiegt. Beenden. Sehr schön. Im Finale haben wir Stuttgart. Habe ich gerade gesehen. Ja, VfB Stuttgart. Okay. Nö, wir wollen kein Turnier spielen. Überspringen. So, E-Mails. Nächstes Spiel in 35 Tagen gegen Augsburg, aber zu Hause meine ich, oder? Real Madrid wie Konaté von Salzburg haben. Weiter. Stage. Ja, man könnte ihn ausleihen. Und Navigator-Angebot. Aber nicht zum Kauf. Delegieren. Ich würde ihn schon ausleihen für ein Jahr. Kaufoption? Nein, machen wir nicht. Nein, ein Jahr ist okay.
Navigator. Ja, ich weiß auch nicht. Verhandeln. 4,45 bieten die. Das ist schon merkwürdig, dass sie bei 6, ich sag mal jetzt nochmal 6,5 Millionen. Mal gucken, was sie. Oh, ja, fein. Direkt angenommen bei 6,5 Millionen. Sehr schön. Transferliste immer noch Grühl, wo der uns noch richtig viel Geld einspielt. So wie Dux und Mitchell Weiser, also diese Top-Transfers bei uns. Ja, weiter. Und da ist schon wieder Navigator zum Kauf. Ja, du, da brauchen wir gar nicht viel groß rumhandeln. Verhandeln können wir. Wenn ihr keine 6,5 Millionen bietet, dann lehne ich natürlich ab. 6,5 Millionen. Absenden. Ja, dann ist es so. Kann ich auch nichts dran ändern. Ja, da ist ja noch nichts entschieden worden, ne, genau. E-Mail vom Geschäftsführer. Ja. Mach ja ein volles. Ja. 33 Tage. Zwei E-Mails. Oh, Mitchell Weiser. Mitchell Weiser zur Transferzentrale. Ja, ist natürlich wenig, was die dann bieten. Verhandeln kann ich mit euch, aber da müsst ihr schon eine ganze Schippe drauflegen, Leute. 9, 18, ich sag jetzt mal 17 Millionen. Fangen wir an. Nur Shahin, ne? Was soll ich jetzt sagen? Was soll ich machen? Ich habe schon von Anfang an so wenig geboten. Das geht so nicht. Oh. Okay, Transfer mal. Priester Sommer holt Festus für 4 Jahre von FC Arsenal. Die Ablösung beträgt 33 Millionen. Jetzt geht's los. Ahmed White, yeah, sagt er. Diese Transfers sind wirklich beeindruckend, kommt schon. Und Mittelmaß, sagt King Roman. Okay, wenn er das sagt, der King Roman. St. Pauli, holt für sich für 2 Millionen von Huddersfield Town. Ein Spieler. Okay. Die Leihkondition mit. Haben Sie Ange? Nee, das ist. Ah doch, die warten auf Antwort von mir. Ja, okay, das nehmen wir an. Kann er erstmal ein Jahr nach Fulham gehen. Ist okay. Genau. Und da geht Navigator für 6,5 Millionen nach Latium. Was okay ist. Wie gesagt, der Bond spielt da keine Rolle. Und ja. Ist sogar bestmöglicher Deal. Sehr schön. Da haben wir für Mitchell Weiser haben wir wieder ein Angebot. 10,2 Millionen. Ich werde das jetzt mal abspeichern, Leute. Und dann versuchen, das Bestmögliche rauszuholen, weil sonst dauert das zu lange. Was, wie viele Millionen haben wir? Achso, aktuelles Budget 19 Millionen haben wir, okay. Ich werde das erstmal abspeichern und gegebenenfalls dann halt neu laden.
wenn die das jetzt immer wieder ablehnen sollten. Weil sonst dauert das, sonst kriegen wir das bis zum Transfer halt eben nicht mehr hin, also bis zum ersten Spiel, die Leute zu verkaufen und verhandeln. Ich weiß nicht, wie Galatasaray, wie weit bereit die sind, auf meinen Wunsch einzugehen. Ich sag jetzt mal einfach 16 Millionen. Mal gucken, wie weit. Da wird direkt abgelehnt. Mann, das ist doch unfassbar. Wenn ohne Speichern. Ja. Das ist schon krass, wie ja, die bleiben da auf ihre 10,2 Millionen. Also, Junge, also ihr müsst da mir schon entgegenkommen. Ist doch scheiße. So. Ja, super. Ja, ehrlich. Hallo. Ja. Ach, Junge. Ah, 14 Millionen. Ja, da sagen sie natürlich zu. Ja, klar, kein Thema. 14 Millionen locker. Ach komm. Ja. Egal. Keita 4,7 aufgestockt. Bisschen Knetos Manius brauchen wir noch. Und Pickford zu Chelsea wurde jetzt offiziell bestätigt. FC Everton nahm das 35 Millionen Angebot für den FC Chelsea an. Oh, wow. Okay. Zetterer und Dux. Okay. Also Zetterer. Nee. Der wird nicht verkauft, weil für einen neuen Torwart habe ich erstmal kein Geld. Aber Marvin, da wird erstmal wieder gespeichert, Leute. Ja, speichern. So. So, was kriegen wir für ihn? 13 Millionen, 12 Millionen, okay, aber ich weiß, dass ich mehr für ihn kriege. Verhandeln. Als diese 13 Millionen. Also, ich mach mal 18. Na komm. Da wird jetzt eh wieder, okay, 14,4. Gegenangebot. 16 Millionen. Und dann werden sie annehmen. Okay. Gut, 16 Millionen ist gutes Geld für ihn, für den 30-Jährigen. Ja, da hat sogar Stuttgart abgelehnt gehabt. Ja. Dann fehlt eigentlich nur noch Grühl, ne? Der weg muss. Ja, genau. Militao, Manchester City will Militao haben von Real Madrid. Okay. Ja, wer ist das? Ah, das ist Mitchell Weiser. Ja, da müssen wir auch nach neuen RV müssen uns umschauen, Leute.
Wir haben zwar noch einen und auch noch eine Reserve, aber ich, ja, müssen wir mal gucken, wie das Geld halt reicht. Dann nicht spielt der Sanchez halt. Und bestmöglicher Deal war das sogar. Bestmöglicher Deal, 14 Millionen. Sehr schön. Und Stage wird ausgeliehen nach Fulham für ein Jahr. Und Marvin Ducksch geht auch für 16 Millionen. Cool, sehr cool. Bestmöglicher Deal wäre 16,5 gewesen. Okay. Okay. So. Rollenupdate für C. Meyer. Was ist mit C. Meyer? Rollenupdate. Rolle übernehmen. Ach so, ja. Ja, bestätigen. Perfekte Passform. Ja. Sehr geil. So. Jetzt ist ordentlich Geld in die Kassen gespült worden. Und vielleicht können wir uns den jetzt leisten. Ducksch 12 Millionen bekommen und 10,5 für Mitchell Weiser. So, und jetzt zeige ich euch, welchen Stürmer ich meine. Erstmal gucken wir das mit dem Geld nochmal. 44 Millionen, das müsste doch reichen für den. Das müsste reichen. Ja. Wir werden jetzt erstmal speichern. So. Transfers. Und dann zeige ich euch, wen ich meine. Position. Nee, nicht da. Positionen. Boah, die sind immer noch nicht weg. Die sind immer noch da. Und den kann ich sogar als Stürmer umwandeln. Okay. Können wir ja mal gucken, ob wir den doch auch noch holen hier. Vega. Oh, Vega, oh, Vega ist gewechselt. Ah, Vega ist gewechselt nach Leicester City. Okay. Jetzt zeige ich euch, wen ich meine. Und das ist er hier, Endrick. Das ist er. Oh, das ist er hier. Er ist. Aber er ist. Jetzt sehe ich gerade am Flügel. Durchsturmprofi, okay. Aber jetzt von der schlechten Ausdauer, aber er gefällt mir einfach, weil er erst 18 Jahre alt ist. Guck mal hier, beschleunigen 96, 91, Sprinttempo 88, Beweglichkeit 86, Ausdauer zwar nur 66, aber es ist nicht schlimm, daran kann man hier arbeiten. Ja. Dann Freistöße, Elfmeter kann der auch soweit. Also, es wäre schon geil, ja, so ein Spieler bei einem Team zu haben und deswegen werden wir versuchen, da kommt das nicht bei 38, also kriegen tun wir den definitiv, weil er ist wert, also wir wollen zwischen 30 und 38 Millionen haben. Ich werde aber erstmal mit, ja, Kaufpreis delegieren, Kaufpreis vorschlagen. Ja, genau. Wäre es mit ein bisschen niedriger anfangen. Ich sag jetzt mal mit, ja, mit 28 Millionen. Mal gucken, was die sagen. Da haben wir immer noch 16 Millionen. Zeitvergeudung. Okay. Wenn ohne Speichern. Hä? Ich bin gerade mal 2 Minuten unter sein, was die, ja, also, ja,
Ja. Okay. Probieren wir es nochmal. Ja. Auch nicht schlecht. Ja. Wo ist er? Und ach so, ja. Und er ist Linksfuß, Leute. Versuchen wir es mal mit 29 Millionen. Warum die jetzt da direkt abgelehnt haben, das ist auch. Anstatt zu. Aha. Nee, warte mal, entfernen. Gib einfach mal das gleiche. Das ständige hin und her bringt nichts. Ja. Juhu. Also, die Verhandlungen sind anscheinend schon schwieriger als im letzten Spiel. Ich weiß gar nicht, was ich da jetzt eingestellt habe. Aber ich glaube, ich habe auf Standard gelassen, glaube ich, ne? Ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ja. Ja. So, wo ist er jetzt? Da ist er. Auch sehr, sehr lustig. Also es ist anscheinend schon schwieriger, die Transferverhandlungen. Oh. Das ist ein faires Angebot für den Endrick. Wieso? Hä? Okay. Nehmen wir es jetzt einfach so hin. 29 Millionen. Ja, du bist natürlich Schlüsselspieler. Ja. Was da sonst? 5 Jahre ist mega. Freigrosu wollen wir natürlich nicht. Willst du auch nicht? Sehr gut. Ja, was bieten wir jetzt ein, der 94.000 Gehalt bei ja. Da müssen wir ja schon so machen. Eieiei, 80.000 pro Woche. Und er sagt dann natürlich ja und herzlich willkommen bei SV Werder Bremen, Hendrik. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Top-Stürmer, Top-Transfer. Aufregender Mann für die Zukunft stand bei ihm eigentlich. Ich weiß nicht, was jetzt da stehen wird. Aber es ist schon mega cool. Die Nummer 9 ist genau die richtige Nummer für ihn. Das wollte ich auch. Mega cool. Bestmöglich wäre 28,6 gewesen, aber die 400.000er. Das macht nichts. So. Unser neuer Mann im Sturm. Endrick. Aha. Dann schauen wir mal. Besonderes hohes Potenzial. Genau das hat er stehen gehabt. Richtig, stimmt. Nicht auf immer für Zukunft. Besonders hohes Potenzial. Und das ist echt mega cool. Da freue ich mich auf diesen Mann bei uns im Team. Mega cool. Und ja, da ist er. Schön, sehr schön. Ja. Schwacher Fuß. 18 Wochen.
17, 18 Wochen. Wieso dauert das eigentlich so lange? Knipster. Aha. Auch 19 Wochen. Das nehmen wir. Auf den Flügel. Oh, 42, 30, 19. Wie gesagt, ich hab den eh als Stürmer geholt. Und dabei soll es auch bleiben. So. Und Ausdauer wird auch trainiert. Sehr gut. Sehr gut. So, Teammanagement. Du rückst nach da. Toppi geht raus. Auf die Bank. Dann kommt Endrick ins Team. Herzlich willkommen. Und dann schauen wir mal, was für Zuweisungen wir machen können. Elfmeter. Abiyo. Nein. Nein, 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 nein. Endrick wird die schießen, oder? Wer kann die am besten? Aber ich glaube, Endrick ist da doch qualifiziert für. Da gibt es zwar einen, der mehr. Oder Reyes auch. Aber egal, ich lasse Endrick schießen. Dann die Ecken. Chavez und Sanchez. Okay. Okay, ja, Rabiot. Flanken, Kurzpass und Effekt. Ha. Okay, alles gut. Lassen wir das so. Warte, Freistöße. Oh, 84, der Chavez hat 84. Beispiel 71. Okay, dann lassen wir das. Langer Freistoß, kurzer Freistoß und Kapitän bleibt. Alles klar, speichern. Jetzt haben wir immer noch 11 Millionen und da geht auch noch jemand. Ja. Mal gucken, was sie zu dem Transfer sagen. Ist das überhaupt drin? Der Transfer von unseren Transfer ist überhaupt drin? Oh. Okay, Marvin Ducksch, dass der gewechselt ist, steht da. Für 16 Millionen. Unsere Fans sorgen für Euphorie. Herzlich willkommen im Club. Ich freue mich auf tolle Spiele. Mein Trikot steht dir gut. Gut gemacht. Okay, Marvin. Also gut, der Satz haben wir definitiv gefunden. Hat zwar jetzt genau die gleiche Stärke, aber wesentlich jünger und mehr Potenzial als Duxi man sagen wird. Und da ist auch Mitchell weiser, dass er geht. Zugestimmt. Genau. Ja, gibt Fans, die sind traurig. Ja, mein Gott. In Regensburg. Wo ist denn der Wechsel? Wo ist denn der Wechsel hier mit Dings? Mondi? FC Bayern München hat bestätigt, dass man mit Mondi verhandelt. Darum ist es sich München nicht einig geworden. FC Bayern macht offenbar Druck. Nee, wo ist der? Ist unser Wechsel? Ha? Barcelona sagt heute, Coman ist durchaus interessant. Vielleicht machen wir FC Bayern München ein Angebot. Ja, genau. Keita. Wo ist er denn? Hä? Lol. Nö, ist also. Nö. Ist nicht drin. Madrid bezahlt 4.000 für den Eurowechsel. Unterschrieben. Achso. Bei den Frauen. Ach, bei den Frauen. Aber der wächst. Da kann Endrick die Erwartung
der Fans erfüllen. Wir müssen das abwarten. Den Fußball, was? Denn die Fußstapfen, die bei Bremen füllen gilt, sind groß. Passt perfekt zu unserem Spielstil. Ich freue mich auf die Spiele. Guter Neuzugang. Das ist ein echter Albtraum. Hä? What the fuck? Albtraum, du bist auch so ein Albtraum, Junge. So. Wäre ein bisschen, die Leute noch bekleiden. So, die Schuhe. Ja, gut, die Schuhe können wir lassen. Stutzen, nee, wir suchen Handschuhe, genau. Die hier. Oder? Ist das die, die ich meinte? Oder sind das andere, die ich mal verteilt habe? Die Handschuhe? Ne, ich glaube, das sind die. Räusch-Handschuhe. Ja, ich glaube, das sind die. Ja, gut. Ja. Friedel. Hallo? Nur so ein paar mache ich erstmal, Leute. Nur so ein paar. Ja. Sind die noch drinne, die ich mal angezogen habe, die Schuhe? Ich weiß nicht, ob die noch drin sind. Bis jetzt sehe ich sie nicht. Ein Nike Legend Elite. Aber guck mal, welche Schuhe da drin sind. Okay. Mittlerweile. Die hier habe ich immer so ähnlich habe ich angezogen, nur halt in Neongrün, glaube ich, war das. Ich weiß nicht, ob dich. Oh, was sind das denn? Welche Schweine? Okay. Ja. Das geht auch. Nee, nicht drinne. Gut, dann kriegt der erstmal. Und jetzt, oh, die sind auch okay. Kriegt er die? Oh. Fortsetzen Bearbeitung. Die Stutzen. Oh, das ist so geil. So, speichern. Ich wollte jetzt eigentlich nur, also, wo ist er? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er, Hendrik. Hendrik. Ey, was? Tja, also aus der Hose. Was ist denn los mit dir? So. Schuhe. Dann kriegst du jetzt mal T-Schuhe. Ja, würde ich schon sagen. Die sehen gut aus. Ja, yes. So, das war's jetzt erstmal. Wir wollen ja noch ein bisschen weiterkommen, ne? Wir haben ja nicht allzu viel Zeit. Ha? Wieso kommt da nichts? Hallo? Ah, oh, wir haben ein paar Jugendspieler. Jugendspieler. Oh, 1, was hat er denn? Hä? Potenzial zwischen 52 und 72 ZTM. Aha. Ist aber schon 1,4 Millionen wert. What the? Also das geht mal gar nicht. Ablehnen. 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 Ne. Also ihn nehme ich jetzt mal mit rein. Aber ich weiß nicht. Ja. Zwei neue Profi-Rollen verfügbar. Hä?
Was war das jetzt? Einmal ihn hier. Übernehmen. Übernehmen, nicht übergeben. Genau. Bestätigen. Okay. Mal bei ihm und dann bei Jin Ma war das, ne? Rolle übernehmen. Ja. Oh. Fünf ungelesene Nachrichten. Ja. Alle ausgeliehen werden. Muss mal kurz mal Teammanagement. Genau, Sanchez haben sie dafür reingeholt. Ist ja auch richtig. Und dann kommt mit Sicherheit nicht Grün mit, sondern Agu. Oh Leute, oh Leute. Wir werden jetzt immer schnell noch dieses Jugendspiel spielen. Und dann ist die Zeit auch schon wieder rum, Leute. Es gibt gar nicht. Turnier aufrufen. Spiel starten. Und dann ist die Zeit schon wieder rum. Mein Ball. Nee. Schade. Stuttgart. Oh. Stuttgart hämmert den mit einfach rein. Das gibt's doch gar nicht. Yes. Da habt ihr die Antwort. Stuttgart. Ahmed. Bam. Oh. Was? Hallo? Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Doch, bei Müller. Nee, du. Hallo? Oh. Stuttgart. Was ist da los? Oh, nee. Ho! Oh, look at me. Wollte gerade sagen, der war nur Abseits, Junge. Hä? Oh. Ich habe nur noch 1,5 Minuten Zeit. Oh. Völlig frei. Ja, völlig frei. Ich auch. Oh, ja.
Oh mein Gott. Hallo? Hörst du auf die Zeit zu schinden, Junge? Was? Blaue Karte? Hä? Wir sind einmal weniger. Oh, Junge, meine Fresse. Lol. Zucker zieht sich einfach mal ab. Ist aber ein Scherz. Ja, genau. Also, aber lächerlich. Zieh uns einfach mal ab. Du bist aus dem Turnier ausgeschieden. Ach, wirklich? Aber auf Finale, du Holzkopf. So. Halt das Angebot für etc. Nö. Nein. Wir können kein Tower verkaufen. Das geht jetzt erstmal nicht. Hä? Nein, 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 nein. Ablehnen. Genauso wie Vekovic auch ablehnen, oder? Ja, egal, wir lehnen das mal ab. So, Leute, von heute. Das war's mit dem Video schon. Leider, leider haben wir es nicht geschafft, ein Spiel zu machen. Ja, was willst du machen? Das ist halt viel mit Einstellung und bla 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 zu tun. Beim nächsten Mal gibt es garantiert ein Spiel. Ja. Garantiert. Und ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Dann ja, lasst gerne einen Daumen hoch da. Schreibt was in die Kommentare rein. Supportet mich, teilt meine Videos und ich würde mich halt kostenlosen Abo freuen. Und aktiviert die Glocke, Leute, damit ihr nichts mehr verpasst. Würde mich freuen. Und somit sage ich ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.